Wieso kann ich keinen Galopp machen? Da ist wieder so ein komischer... Ach komm, die machen wir auch mal eben noch. Ach halt, stopp. Brrr, oder wie es auch immer heißt. Gib mich Geld. Madonna. Nicht. Hab ich nicht genug gelitten? Ich rühre euch nicht an. Was ist geschehen? Auguste, mein geliebter Ehemann. Er glaubt, dieses Viertel gehöre ihm. Die Borgia überließen es ihm. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch. Wo ist er? Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Auguste Rubling durch Abreißen seiner Propaganda aus der Werkstatt locken. Muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Ist meine Aufgabe. Reiß die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Grazie. Okay, während dieser Dings sind meine Assassinen teilweise zurückgekehrt, habe ich so das Gefühl. So. Ja, machen wir das mal eben. Reißen wir mal eben seine Schilder ab. Die hier irgendwo hängen müssten. Da. So. Das sind mir irgendwie... Ja, witzig. Ha! Borgia-Turm. Okay. Den Borgia-Turm hole ich mir aber. Wow! Der Borgia-Turm ist aber gut bewacht. Du Scheiße. Du heilige Scheiße. Warum bringst du ihn nicht um? Okay. Du gar nicht da. Da kann jetzt gerade nur 25%. Noch haben sie nichts gemerkt. Irgendwie. Hauptsache, dass ihr Hauptmann tot ist, aber naja, egal. Wir fackeln uns mal eben den Turm an und holen uns damit einen Aussichtsturm. Achso, halt. Erst bitte abfackeln. Bum, bum, bum. 18 von 24. Das hat keiner gesehen. Hier ist nochmal so ein Plakat. Die ganzen Wachen sind verschwunden. Was hat dieses Assassinen-Symbol zu tun? Hä? Interagieren? Oh! Wieso können wir hier denn Aufträge nachgucken? Okay. Moment, Auto aufrüsten. Okay, finde ich aber, finde ich gut. Okay, dann werden wir nochmal eben Aufträge. Schwierigkeitsstufe 4, was ist denn? Oh ne, das schaffen wir. Nein, ich glaube, das bringt nicht wirklich viel. Venedig, Schwierigkeitsstufe 1. Ja, warum nicht? Kann von einem meiner Zweier hier gemacht werden. Zu schwer. Stufe 2. Was haben wir denn? Für wen ist das denn gut? Für einen. Auf Stufe 2, ja, warum nicht? Achso. Ja, nee, doch, war richtig.
Für Stufe 3, was haben wir denn hier Schönes? Ja, machen wir einfach. Machen wir einen von unseren Fünfern. Setzen wir uns daran. Moskau. Paris. London. Schwierigkeit Stufe 2. Macht einer von unseren Dreiern. Schwierigkeit Stufe 3. Macht unser lieber Typ hier. Stufe 3, nochmal. Das, schicke ich die beiden hin. Nochmal Stufe 3. 90%, ah ja. Oder? Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ja doch. Komm, 90%, da wird schon nicht schief gehen. Haben wir noch einer? Ja, nee, einer ist zu. Haben wir noch einen Zweier? Köln! Köln! Wieso Köln? Ich hasse Köln. Nein, ich mag Köln nicht. Wegen dem Verkehr. Egal. Da haben wir unsere Assassinen wieder weggeschickt und da haben wir ein bisschen sowas zum Renovieren, sehe ich gerade. Machen wir mal eben. Wo haben wir auf einmal so viel Florin her? Da wir so viel haben, können wir mal eben ein paar Beutel kaufen. Beutel. Großer Medizinbeutel. Messergürtelerweiterung. Mittleres. Ja, Giftflächen. Ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Köcher. Ja, Kleidung färben. Leute, könnte zwar so braun werden oder grün werden oder. Es ist aber alles hässlich. Ich sollte ja unbedingt mal meine Kleidung färben, wurde mir gesagt, aber ich finde das einfach alles hässlich. Umhang färben haben wir ja schon. Gegenstände verkaufen brauche ich nicht. Investitionen brauche ich auch nicht. So. Machen wir weiter mit der Bank renovieren, die hier irgendwo sein müsste. Da? Nein. So. Ja, schön. Noch mehr Einkommen. Kannst mir gleich mein Geld geben. Geld abheben. Danke sehr. Und das natürlich auch. Arztpraxis. So. Ja, ich guck gerade auf die Uhr und muss sagen, ja. Ich glaube, diesen Auftrag hier mit dem Abreißen mache ich noch und dann ist vorbei. Wolltest du irgendwas sagen? Wenn ja, dann tut's mir leid. Hop in your. So. Darf ich bitte abreißen? Danke. Noch zwei fehlen. Assassine! Rettet um euer Leben! Ein Assassine ist unter uns! Ach, Ivo. Bin auch ganz lieb und freundlich. Ich bin der liebe Assassine von nebenan. Ja, irgendwo hier muss ich noch was abreißen. Da. Abreißen. Und da hinten ist das letzte. Und dann hoffe ich, dass der rauskommt. Dann töte ich ihn und dann ist es vorbei. Renovieren, ja bitte. Wie gesagt, ich renoviere jetzt einfach alles, was wir so haben. Ja, das Einkommen steigert immer höher. Also die hatten schon recht, die lieben Leute, die meinte, renoviere einfach und dann hast du keine Geldsorgen mehr. Stimmt schon irgendwie. Wo ist denn der Schmied? Ah, da. Renovieren! Und da haben wir auch noch so ein Schnell-Travel-System, das finde ich sehr gut. Würde ich auch gerne haben. Und dann haben wir auch noch einen Stall. Oh. Den haben wir jetzt gerade ganz übersehen. Ich habe nur die höchste Qualität. Gewiss. Zuerst den Kanal hier mal renovieren. Ja, renovieren mal. Dann den Stall da hinten mal renovieren.
Hallo, ich würde gerne weitergehen. Reiße ich jetzt erst ab und dann den Stall, oder? Oh ja, komm, ich reiße es mal eben ab. Wer hat meine Schilde abgerissen? Ich. Er muss sterben. Du musst leider sterben. Requiesca in Pace. Requiesca in Pace. Sag ich doch. Ja, das ist der komische Typ, der jetzt die Herrschaft da kurzzeitig hatte. Jetzt nicht mehr. Schade für ihn. Tot. Komm, haut ihr ab oder muss ich gegen euch kämpfen? 100% Synchronisation. Das ist natürlich wunderbar. Mal eben den Stall finden. Da haben wir ihn. Stalli, Stalli. So. Roms Einkommen nochmal gesteigert. Gut. Das war's für hier und jetzt. Und ich sage, viel Spaß mit den Videos und wir werden noch den Assassinen da hinten helfen. Und dann ist's vorbei. Zack. So, bitte. Was möchtest du? Willst du beitreten? Bist hübsch genug? Die Befreiung Roms hat begonnen. Kannst mitmachen. Ihr kämpft gegen die Unterdrückung. Wenn ihr mögt, kämpfe ich mit euch. Jo, danke. Gut, wie gesagt, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos. Euer Jedi.